bewirkt und das Demokratie weiterbringt. Der Deutsche Bundestag lädt jedes Jahr 120, 125 Stipendiaten aus 43, 44 Ländern ein, hier ein Praktikum zu machen bei uns Abgeordnete. Alle Fraktionen sind vertreten. Ich selbst vertrete in der Organisation des Bundestages die AfD-Fraktion. Und heute ist ein Empfang hier für die Stipendiaten. Es geht so langsam dem Ende dieses dreimonatigen Stipendiums zu. Die Stipendiaten berichten von ihren Eindrücken. Sie haben, glaube ich, hier viel mitbekommen. Und auch für Deutschland ist das eine sehr gute Möglichkeit, unsere Politik, unser Land und die Gesellschaft bekannt zu machen, trotz aller Friktionen, die wir gerade haben. Aber fraktionsübergreifend wird das als eine hervorragende Möglichkeit angesehen, dass wir uns hier in der Welt präsentieren können. Denn es kann durchaus sein, dass die Politik oder die deutsche Verwaltung irgendwann mal im Ausland auch wieder auf diese jungen Menschen trifft, die sich dann weiterentwickelt haben und in ihren Ländern dann schon entsprechend Kontakt mit Deutschland hatten. Dadurch wird vieles einfacher. Hier ist jetzt dieser Empfang. Und mein Stipendiat, der Peter aus den USA, ist auch fröhlich mit dabei. Wir hatten hier eine sehr angenehme Zeit und haben auch selber viel lernen können. Ja, ich bin Peter Jakasellis, ich komme aus den Staaten. Bin in Philadelphia aufgewachsen, Bundesstaat Pennsylvania, war dann 5 Jahre im Bundesstaat Minnesota und gerade vor dem Programm in Washington. Das Programm war perfekt für mich und ich habe mich erfolgreich beworben und bin jetzt hier seit fast 4 Monaten. Alle 6 Fraktionen im Bundestag nehmen teil an dem Programm. Es wird proportionell gemacht. Es gibt 90 von uns insgesamt und 10 von uns, wie ich, bin bei der AfD-Fraktion. Ich will mich mit Energie- und Klimathemen in der Zukunft beschäftigen und mit Herrn Cotré als Energiesprecher der Fraktion und Mitglied des Klima- und Energieausschusses. Ich denke, das ist ein Grund, warum ich in seinem Büro gelandet bin. Es gibt sehr viele Sachen, die mir sehr gefallen haben. Es ist schwierig, ein paar auszuwählen. Ich würde vielleicht 2 Hauptsachen. Ein war einfach im Bundestag zu sein. Es ist für mich so spannend, hier zu arbeiten und den politischen Prozess Deutschlands kennenzulernen. Das war wahnsinnig interessant. Ich habe viel gelernt, wie das System funktioniert. Ich hatte damit die Möglichkeit, das System hier mit dem System in den Staaten zu vergleichen. Die andere Hauptsache, würde ich sagen, war, die anderen Stipendiaten kennenzulernen und mit ihnen über die Politik in ihren Ländern zu reden und von ihnen zu lernen, Freundschaften zu bauen, gute Zeit zu haben. Das Büro und Herr Cotré und das Team, alle waren sehr, sehr nett und gastfreundlich. Aber auch wichtig für mich ist, dass ich habe viele echte interessante Aufgaben bekommen, verschiedene Aufgaben. Ich habe Recherche gemacht, ich habe Pressemitteilungen geschrieben, habe einen Antrag geschrieben, das war spannend. Dadurch habe ich mehr über das Prozess und die parlamentarischen Werkzeuge gelernt. Es war auch so, dass ich Übersetzungen von Deutsch auf Englisch gemacht und habe meine Englischkenntnisse für das Büro benutzt. Es ist nicht eine Aufgabe, aber es war ein Teil meiner Zeit und das war auch da im Ausschuss zu sein,
Im AK zu sein, im Arbeitskreis zu sein. Ja, diese Arbeitskreise, es ist innerhalb der Fraktion und die Abgeordneten, die Ausschussmitglieder sind, sie treffen jede zweite Woche miteinander und sie beschäftigen sich mit den Themen des Ausschusses. Ich habe viel dadurch gelernt und habe das wirklich interessant gefunden. Ich bin ehrlich gesagt dankbar, dass das ein Teil von meinem Praktikum sein konnte. Ich fliege Mitte August zurück. Mein Masterstudium fängt Ende August an. Ich werde 2 Jahre studieren, die internationale Politik mit Schwerpunkt das globale Energiesystem und Klima. Diese Erfahrung in einem anderen System und diese Erfahrung, dass ich mich hier mit den Themen, die ich studieren werde, dass ich mich mit diesen Themen beschäftigen konnte, das wird mein Studium und meine Arbeit danach beeinflussen. Was ich hier gelernt habe, wird beeinflussen, wie ich über diese Themen denke. Zum Schluss würde ich dem Team im Büro bedanken, Benjamin, Herr Cotré, David, Markus und ja, es war eine Freude, mit Ihnen zu arbeiten und Sie haben sich um mich gekümmert und haben versucht, dass ich eine gute Erfahrung haben würde und Sie waren erfolgreich. Alles gut, ganz toll.